Meine lieben Roadtruckers da draußen, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit einer neuen Runde und wie wir sehen, es schneit immer noch. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wir steigen mal eben aus und gucken uns das Ganze mal an hier. Ja. Ja, interessant. Wir gehen mal zum Manager. Mal sehen, ob der irgendwas hat für uns hier. So, er hat Kohle. Aha. Und Steine. Nach Valdez Harbor. Mhm. Kipper. Ja, da wir gerade hier sind, würde ich sagen, nehmen wir den mit hier. Mit der Kohle. Hatten wir noch nicht. Klingt interessant. So, jetzt aber ganz schnell rein hier. Bevor uns wieder kalt wird. Und einmal ganz wichtig. Motor an. Heizung an. Licht an. Und die Beleuchtung brauchen wir auch. Scheibenwischer auch. So, guck mal. Das sieht gut aus. Handbremse lösen. Oh. Ja. Das fühlt... Oh, wir rutschen. Das fühlt sich ganz anders an. Krass. Guck mal, wie wir rutschen. Ei. Und wir sind nicht im Winter, das heißt, ich kann keine Schneeketten drauf machen. Das wird interessant, Freunde. Mal sehen, wie wir da klarkommen gleich. So, schön vorsichtig. So. Dann mal eben raus. Ach Mist, Motor habe ich angelassen. Kacke, vergesse ich immer. Bin zu schnell. So. Jetzt aber raus hier. Rin in die Kälte. So, einmal kurbeln. Wenn es denn geht. Ne, ich kann nicht kurbeln. Weil... Okay, wir stehen nicht richtig. Gut. Müssen wir nochmal nacharbeiten. Das ist gar nicht so einfach, ey. Krass. Schön vorsichtig. Und check. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Yes, jetzt funktioniert's. Gut, dann... Kurbel. Zack. Und wieder... Die Verkabelung. Die darf nicht fehlen. Welchen haben wir? Den grünen. Alles klar. Grün ran. Flupp. Und den roten auch. So, alle Kabel angeschlossen. Das ist schön. Jetzt will ich nochmal hier die Haube öffnen. Ich will mir nochmal eben ein bisschen was angucken hier. Wie denn so die Technik gerade aussieht. Luftfilter. Sehr gut. Was haben wir hier? Öl. Können wir auch ein bisschen aufgießen. Nicht viel, aber... So. Gibt wieder Mechanikpunkte. Kühlmittel. Machen wir voll. Was haben wir noch? Windschutzscheibe. Ich glaube, da brauchen wir nichts machen. Nee.
Das ist heile soweit. Motor. Alles gut. Sicherungskasten. Alle Sicherungen intakt. Öl. Ja, sehr gut. Dann gehen wir wieder runter. Flonk. Gucken wir uns mal eben die Leuchten an. Scheinwerfer ist heile. Der ist auch heile. Batterie. Okay, Batterie sollte aber heile sein. Und zur Not haben wir noch eine hinten drin. Das passt schon. So, Heizung ist an. Motor an. Handbremse lösen. Und wir fahren los. Wenn es denn geht. Irgendwie freue ich mich ja so ein bisschen auch. Weil ich glaube, jetzt wird es so langsam auch interessant. Krass. Meilen haben wir vor uns. Ich glaube, das könnte ein bisschen dauern, bis wir ankommen. Aber wir werden es versuchen. So, Richtung Parma. Junge, Junge, Junge. Oh, 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 oh. Wir kommen hier gar nicht auf Geschwindigkeit, weil die Reifen wahrscheinlich immer durchdrehen. Hier musst du echt mit dem Gas spielen. Gibst du zu viel Gas, rutschst du weg. So wie jetzt. Also volle Konzentration, Freunde. Wahnsinn. Also jeder, der schon mal bei so einem Schnee mit dem Auto gefahren ist, der kennt das, dieses Gefühl. Wenn das Auto sich langsam selbstständig macht. So fühlt sich das hier gerade an. Richtig krass. Aber auch gut umgesetzt, muss man dann ja auch mal dazu sagen. Uiuiuiui. Ich versuche mal in seiner Spur zu fahren. Vielleicht habe ich dann das ein bisschen einfacher. Oh, rutsch, 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 rutsch. Oh. Da konnte ich gerade mal ausweichen. Oh. Bloß keinen Unfall bauen. So ist... Es hört langsam auf zu schneien, das ist schon mal gut. Oh. Nein!
Da ist unser erster Unfall. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, wird das nicht der letzte sein. Die ganze Zeit nur am Schalten. Oh, Gott sei Dank. Guck mal. Hier ist die Straße ein bisschen frei. Das ist gut. Aber wir rutschen trotzdem. Ich habe so gut wie kein oder kaum Grip hier. Fahr weiter, fahr weiter! Okay, warte mal. Ich versuche mal eben was. Wir haben ja Differential, ne? Kann ich da was einstellen? Differentialsperre längs aus. Mal sehen, ob das was bringt. Ich kenne mich mit der Technik nicht aus. Oh, nicht wirklich. So, jetzt müssen wir hier irgendwie hochkommen. Ah, guck mal, er ist auch weggerutscht, oder? Nee, ist er nicht. Er überholt, er hat die Schnauze voll. Kann ich verstehen. So. Aber 70 Meilen haben wir schon geschafft. Immerhin. Ich bin hier in einer Tour am Rutschen. Wahnsinn. Und ich lenke nicht mal. Boah. Das ist hier spiegelglatt, Freunde. Und wir haben noch nicht mal Winter, Freunde. Das macht mir ja Mut. Ganz prima. Es wird auch immer kälter. Oh shit. Da, Reifen am Durchdrehen. Mal eben aussteigen. Kann ich da irgendwas machen?
Reifenketten. Habe ich doch. Eigentlich. Moment. Da. Okay. Stimmt also gar nicht, dass man die nur im Winter benutzen kann, ne? Okay, sind aber dran jetzt. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Drückt mir die Daumen, Freunde. Ja, es funktioniert. Klasse. Uiuiuiui. So, minus 7 Grad und es ist eisig. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber jetzt haben wir ordentlich Grip, das ist geil. Jetzt rutsche ich auch nicht mehr so extrem. Sehr gut. So, hier müssen wir links. Alles klar. Gut, dass ich die Reifenketten damals geholt habe. Ich glaube, ohne die würden wir hier keinen Zentimeter mehr vorankommen. Aber haben wir wieder was gelernt, Freunde. So, und wir fahren blind. Wir haben keine Sicht auf die Fahrbahn. Auch interessant, ne? Aber so eine Aktion hatte ich auch schon mal privat. PKW. Komplette Autobahn weiß. Man hat quasi nichts mehr gesehen. Von der Straße. Und dann mit 30 km/h über die Autobahn. Ja, das sind Sachen, die muss man nicht täglich haben, ne? Aber das ist Mutter Natur, da kann man nichts gegen machen. Vielleicht sich ein bisschen drauf vorbereiten, aber das war's dann auch. Oh, rot. Oh, Millimeter. Weiter geht's. So, 261 Meilen haben wir noch. 5 Stunden 50 Zeit. Mal sehen, ob wir das schaffen.
Und wieder keine Sicht auf die Fahrbahn, ne? Ich meine, solange wir keinen Verkehr hier haben, ist das nicht schlimm. Können wir die volle Breite ausnutzen. Flong! Hat er das Schild umgenietet. Finde ich gut. Ist mir auch schon passiert. So, ich bleib hinter dem. Der ist schneller als ich. Minus 16,7 Grad. Eieieiei. Krass, oder? Wobei, ihr habt mir auch in den Kommentaren geschrieben, dass es noch schlimmer wird. Noch kälter quasi. Da freue ich mich dann, ja. So, und jetzt kommt langsam die Sonne raus. Mal sehen, dann müsste es ja gleich ein bisschen wärmer werden. Aber da bei der Steigung gerade hatten wir auch schon wieder Schwierigkeiten mit dem Hochfahren. So, ich werde mal kurz unser HUD ausmachen, denn ich brauche noch ein schönes Bildchen für unser Reisetagebuch. Machen wir mal eben so. Zack. So. Oh, ich rutsche. Oh. Wir bleiben auf Abstand, Freunde. So. Guck mal, ich lasse nur rollen. Da gibt kein Gas. Oh, jetzt muss ich abbremsen, sonst schiebe ich den gleich vorne weg. So, was sagt das Navi? Weiter geradeaus. Alles klar. Glen Ellen.
Abbremsen, jawohl. Oh, 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 nicht bremsen. So, was ist hier los? Hallo? Warum fahrt ihr denn nicht? Jetzt. Okay. Navi sagt weiter geradeaus. Das ist gut. Das machen wir. Jetzt müssen wir gleich abbiegen. Und unsere Scheibe gefriert. Nicht gut. Ich glaube, ich muss gleich mal anhalten und die Scheibe mal eben frei machen. Oder? Ja. Valdez. Da wollen wir hin. Ich fahre hier mal rechts ran. Sieht schon cool aus, ne? Er fährt vorbei, ne? Ja. Sehr gut. So, wir hüpfen nochmal rein. Ich habe vergessen, den Scheibenwischer auszumachen, sonst geht das ja gar nicht, ne? Kann ich die ja gar nicht freikratzen. So. Wieder anmachen. Minus 17,8. Nee, ich kann nicht schreiben. Oder? Doch, jetzt. Scheibenwischer. Ah, okay, müssen wir auch noch mal kaufen. So. Ja, aber jetzt sehen wir wieder was. Das ist gut.
So, schön. Weiter geht unsere Reise Richtung Valdez Harbor. Ist auch nicht mehr ganz so weit. 121 Meilen noch. Lässt sich gut fahren mit den Schneeketten. Die sind echt Gold wert, Freunde. Oh. Hier wieder Bäumchen. Gut, wir helfen mal. Gerade hier im Schnee ist das nicht so geil. Wenn da einer reinrutscht. Onkel Maddie hat Kettensäge, komm. Die gute Stiel. Fahren Sie weiter, junge Dame. Oder junger Mann. Kommt da was? Nee. Oh, jetzt muss ich natürlich erstmal wieder auf Geschwindigkeit kommen hier. So. Sehr schön. Können wir weiterfahren? Speedlimit 55, ja. Ich glaube, da werden wir nicht rankommen. Oh, jetzt kommt ein Hügel. Okay. Sehen, ob wir das hinkriegen. Ich werde jetzt ein bisschen mehr Gas geben. Ah, okay, aber es geht bergab. Das ist gut. Letzten 73 Meilen. So, hier muss ich echt abbremsen. Zack. Was macht ihr denn? Ah, Kacke. Okay, warte mal. Geht's Ihnen gut, mein Herr? Achso, er wurde von seinem Zwillingsbruder erwischt. Tja, das habt ihr nur davon.
Das ist unfassbar, dieses Spiel, ey. Aber ich find's trotzdem geil. So, direkt Foto für Polizei. Zack. Ah. Gut. Wenn was ist, ruf an. Ja, guck mal hier. Ketten. Die Straße ist zu glatt. Bring Ketten an deine Reifen. Die Info kommt ja mal richtig früh. Ihr Pappnasen. Also Freunde, in dieser Folge haben wir echt was erlebt. Junge, Junge, Junge. Zum Glück sind wir gleich da. Meilen, das schaffen wir easy. Haben wir sogar noch ein bisschen Zeit übrig. Auch wenn ich gerne mehr Zeit übrig gehabt hätte. Aber gut, bei dem Wetter, ne? Da kann man froh sein, wenn man überhaupt ankommt. Scheibe schon wieder eingefriest. Ah, ich glaube, die Scheibenwischer sind auch hinne. Müssen wir mal neue kaufen. Fahren wir den Rest eben so aus der Perspektive. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Nein! Oh, was macht der denn? Kacke! Jetzt ist die Fracht auch noch beschädigt. Oh Mann! Wobei ich mich gerade frage, wie das geht. Weil es ja Kohle. Oh, Kacke. So kurz vor Ende. Mann. Hier sind die Grafikdinger aber extrem. Die Grafikfehler. Ah! Junge, Junge. Wo dürfen wir denn parken? Keine Parkmöglichkeit? Doch, da hinten. Ganz da hinten. Okay.
mal eben drehen. So. Oh. Zack. Zack. Motor aus. Licht aus, vor allem. Ganz wichtig. Heizung aus. Scheinwischer aus. So, einmal aussteigen. Jawollo. So, dann. Die Stützen. Zack. Dann trennen. Was war das denn jetzt? Hoch? Nee, runter. So, jetzt sind sie vollständig ausgefahren. Zack. Guck mal, selbst die Dinger sind eingefroren, ne? Hier die Verkabelung. So. Zack. Schnell zum Manager. Guten Tag. Frachtstrafe 347. Naja, gut, das haben wir jetzt über den Parkbonus wieder rausgeholt. Halb so wild. Gibt trotzdem 5 Sterne, also können wir nicht meckern. So, aber das war auch eine sehr wilde Fahrt. Die anstrengendste, lustigste und stressigste bisher, finde ich. Kühlerabdeckung haben wir nicht. Haube öffnen. So, gehen wir nochmal rauf. Machen wir hier die Scheibe. Ganzen Kram hier. So. Luftfilter. Öl. So, Öl ist jetzt alle offiziell. Kühlmittel. Zack. Haben wir auch. Kühler. Nicht reparaturbedürftig. Motor. Alles gut. Okay. Zack. Dann runter. Einmal hier die Scheiben. Ja, die sind kaputt. So. Jo, Scheinwerfer repariert. Ist gut. Kriegen wir wieder Mechanikpunkte. Der ist heile. Alles klar. Sehr schön. Dann RIN. Minus 20 Grad, eieieiei. So, dann wollen wir mal gucken. Haben wir wieder vielleicht ein paar Punkte? Mechanisch haben wir einen. LKW-Werkstatt, kosten 1 Punkt. Ermöglicht dir den Bau einer LKW-Werkstatt im Hauptquartier. Dankeschön. Wunderbar. Freunde, ich hau mich jetzt hinten aufs Ohr. Schlaf eine Runde. Wobei, was essen wäre noch ganz gut. Mal gucken, habe ich noch was? Tiefkühlpizza. In der Mikrowelle. Natürlich. So. Inventar. Heiße Pizza. Die brauchen wir bei dem Wetter. Gebrannte Hähnchensticks machen wir auch. Ne, machen wir nicht. Machen wir später. Wir hauen uns jetzt erstmal hin. Schlafen.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es hier weiter mit den Alaskan Road Truckers. Meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, ganz viel Spaß beim selber zocken und ich hoffe, ihr habt noch Bock auf weitere Folgen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö mit Ö.